Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Deal With. Wir sind wieder am Start, eine neue Episode ist heute da und ihr seht es im Titel, ihr seht es im Thumbnail, wir haben eine richtig, richtig geile Karte. Zunächst einmal, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich extrem darüber freuen, wäre eine großartige Unterstützung. Wenn wir wieder 1000 schaffen, wäre das richtig, richtig geil. Weitere Unterstützung möglich in der Videobeschreibung, Links zu Randrun, Instagram, Facebook, Twitter und Amazon, einfach mal vorbeischauen und auschecken, wenn ihr da Bock drauf habt, würde mich wie gesagt sehr unterstützen. Und jetzt kommen wir zum Spieler für die heutige Episode und das ist, wie ihr schon gesehen habt, Team of the Season, Roman Eremenko. Der Spieler vom ZSKA Moskau ist Finne, hat ein 87er Rating. Ich spiele als Mittelstürmer, natürlich wieder im 4-5. Das Team werdet ihr gleich sehen, natürlich wieder Nordics Wasted und so weiter und so fort. Ja, Forster Skills, Mittelarbeitsrate, 1,80 große Rechtsfuß muss man dazu sagen. Und 85 Tempo, 92 Dribbling, 89 Shooting, 92 Passen, 85 Füße, 70 Defending. Also alle Werte bis auf Defending über 80. Sieht richtig, richtig krass aus. Die Ingame-Stats sind auch richtig picobello. Also die werde ich euch gleich noch vorlesen, wenn wir das gegnerische Team sehen, wie immer. Aber zunächst einmal kommen wir zum Team. Dass ich um ihn spielen lassen werde. Für 50.000 Münzen ist übrigens auch ein Schnäppchen für die Werte. Aber gut, wir haben hier einmal den guten Hetemai im zentralen Mittelfeld, dann Tosic und Witzel. Hier haben wir dann Dembele im zentralen defensiven Mittelfeld, Lazarevic auf der linken Seite, Evra hinten links, dann Kabul und Björn Engels in der Innenverteidigung, Pfannenbauer mit Forstars gilt auf der rechten Seite und auf der Torhüterposition haben wir noch Mignolet. Ist nicht die ideale, weil ich hätte auch Courtois nehmen können, aber ich dachte mir so, für ein Spiel wird es wohl reichen, denn ich vermute, dass es nur ein Spiel werden wird. Danny Remenko wird wahrscheinlich den Gegner richtig zerstören. Er wird gucken müssen, wie er mit Team of the Season Eremenko dealen kann. Ich würde sagen, ich suche den Arm einfach mal und wir sehen uns gleich wieder. So, Gegner wurde gefunden, 93 Ballkontrolle, 94 Dribbling, oh, Team of the Season, Markus Rosenberg, sehr interessant, dazu 99 Longshots, noch dazu, richtig geil, ich glaube 95 Schusskraft, 91 langer Pass, 95 kurzer Pass, 97 Übersicht und alle physischen Werte über 80 und Jumping sogar 93, also es sieht so aus, als ob das mit einer der krassesten Karten wäre, wir müssen mal schon aber an Jovinko rankommen, von den Werten her auf jeden Fall. Aber das muss ja nichts heißen. Wir schauen einfach mal und zerstören jetzt diesen Gegner. Auf geht's. Oh nein, das wäre natürlich jetzt ein bitterer Start. Oh, Kabul mit der Hacke. Kann man auch mal so machen, auf jeden Fall. Der Lupfer von Tosic und das 1:0. Das war relativ billig jetzt, ehrlich gesagt. Deswegen auch keine musische, extreme Untermalung. Denn das war einfach nur irgendwie überheblich oder sowas vom Torwart. Eremenko kriegt, glaube ich, den Assist dafür. Hat hier den Pass gespielt und im Endeffekt ist er dann ja am Ball geblieben. Dementsprechend macht er mal mit der 97 Übersicht auf jeden Fall schon mal seine erste Vorlage. Aber das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja Tore schießen. Auch schön, wie sie alle hinfallen. Herrlich. Wow. Da ist er und erst. Oh, Alter, da pusht die Naldo einfach komplett aus dem Weg. Der hat auch 80 Körperstärke, Eremenko, also bitte. Wunderbar der Heel-Chop und weiter geht's. Wunderbar durchgesetzt an sich. Oh, klasse gemacht gegen Ricardo Rodriguez und dann kommt Jun Su Jung oder irgendwie so einer noch dazwischen. Egal, wir haben den Ball nochmal im 16er. Er will ihn flicken, er kann es aber nicht, weil er es zeitlich nicht schafft. Dembele nochmal abgelegt. So, jetzt müssen wir auch den Ball irgendwie ins Tor bringen. Hetemai. Jetzt der Pass, wunderbar. Und da steht 2:1 durch Lazarevic. Hat doch gesagt, wir müssen den Ball ins Tor kriegen. Das hat auch wunderbar funktioniert. Wieder nicht Eremenko, aber er hat es eingeleitet. Von daher, na, so ein halber Assist geht auf jeden Fall an ihn. War ein schöner Abschluss von Lazarevic, hätte ich gar nicht so erwartet. Hat natürlich auch klasse gespielt, wunderbar in die Lücke. Und dann sieht da der Keeper auch nicht so gut aus, aber ist ja, glaube ich, auch nur ein Koreaner. Also ein Silberkeeper und klein wahrscheinlich. Weiß ich aber nicht. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Was ist denn das für ein Spiel? Ich verstehe es einfach nicht. Was machen die beiden da? Alter Schwede, ey, das ist doch echt lächerlich. Meine Güte nochmal. So will ich das sehen hier. Bam, Eremenko. 99 Longshots und genau in der Situation haben wir es gesehen. Habe es überlegt, machst einen Finesse-Schuss. Nein, du machst den Longshot. Und genau deswegen mache ich das. Mein Controller disconnected wirklich die ganze Zeit. Es ging so auf den Keks, wie auf die Einblendung. Ne? Ekelhaft. Aber egal, wir führen jetzt wieder 3-2 und jetzt halten wir es auch mal länger als 10 Sekunden. Ui, da steht es plötzlich 4:2. Wer war denn das?
Björn Engels. Warum zum Geier ist der mit vorne? Das ist mein Innenverteidiger. Der gehört da normalerweise gar nicht hin. Aber gut, von mir aus soll er das gerne machen. Wenn es jetzt 4-2 steht, dann ist das wunderbar. Sunderbar. Ist das ein finnisches Wort? Ich weiß es nicht. Wunderbar gemacht von Eremenko. Jetzt muss er noch irgendwie weiterkommen. Okay, jetzt der Finale. So viel Longshots, 99, so viel Effet mit 93 und dann kommt sowas dabei rum. Das geht auf jeden Fall besser. Allgemein gefällt er mir bisher nicht so gut. Ist nicht so... Wirkt nicht so overpowered wie Jovinko beispielsweise. Er ist vernascht also da hinten. Jetzt der Pass, aber der kommt nicht. Da hat er einfach nicht die Ballkontrolle in dem Moment. Weiß nicht, was da los war. Dembélé nochmal auf Eremenko. Das ist ja wohl ein klares Foul. Alles klar, war kein Foul. Ich liebe die FIFA Impact Engine. Die ist so fehlerfrei. So, Halbzeit eigentlich ein ausgeglichenes Spiel. Ich habe weniger Ballbesitz, weniger Schüsse, führe aber 4-2, weil ich einfach meine Chancen extrem gut genutzt habe. Eremenko ist noch nicht so auffällig, wie er sein sollte. Bisher haben wir 4 unterschiedliche Torschützen. Das muss ich noch ein bisschen bessern. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Dementsprechend hauen wir mal in der zweiten Halbzeit ordentlich rein. Hauen wir Eremenko ein paar Mal quasi vors Tor und auch aufs Tor mit ihm. Und dann geht das los. Auf geht's. Das kann echt nicht sein, ne? Das kann echt nicht sein, dass der jedes Mal irgendwie durchkommt. Irgendwie. Und dann hebt am Ende da unten Pfannenborre so dämlich das Abseits auf. Also irgendwie ist das ein ganz komisches Spiel gerade. Dafür gibt es jetzt Elfmeter. Es ist echt... Egal, mir kann es recht sein, weil so kann ich das nächste Tor machen. Durica, ach Mensch, der alte Frankfurter. Egal, Eremenko wird jetzt die Ehre übernehmen und seinen Doppelpack schnüren hoffentlich. Wow, jetzt verschießt er auch noch einen Elfmeter. Ich werde mit dem Jungen nicht glücklich. What the fuck? Ich steig nicht mehr durch. Geh am besten noch rein. Das ist so ein komisches Spiel. Das ist, glaube ich, das Komischste, was ich jemals gespielt habe bisher. Bleibt am Ball, macht das gut. Jetzt der Longshot, aber das war nicht die Art von Longshot, die ich wollte. Schade. Viermal schießt er aufs Tor, dieser Rosenberg, und trifft auch noch viermal. Was ist das für eine Verteidigung, Alter? Alter, Controller, geh mir nicht auf den Sack jetzt. Das war so geil gemacht und dann kommt so ein Abschluss. Ich verstehe dieses Spiel gerade nicht. Eremenko macht den Doppelpack doch noch klar. Und wie? Natürlich mit dem Longshot, gar keine Frage. Das war wieder stark. Allerdings muss ich sagen, dass das natürlich auch sehr glücklich war, weil er hier rumgefummelt hat dämlich. Und dann, naja, macht Eremenko das, was er am besten kann, ne? Den Longshot rausholen. Ich will nochmal die 93 Sprungkraft sehen, und zwar jetzt. Am zweiten Pfosten von Lazarevic. Genau das meine ich. Und natürlich auch nochmal ein Longshot. Ah, ein bisschen zu hoch. Schade. Boom! Und da ist er nochmal drin. Der hat eine Schusskraft, das ist ja phänomenal. Ja, 4-6, damit die endgültige Entscheidung. Gott sei Dank in diesem Spiel. Das wäre auch bitter gewesen, wenn nicht. Macht das hier gut und dann gegen Naldo, der nicht mehr richtig hinkommt. Und zack, ist er wieder drin. Natürlich liegt es auch daran, dass der Keeper nicht der idealste ist für den Gegner. Aber das ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal, denn Eremenko schnürt seinen Hattrick mit 3 richtig geilen Schüssen. Und genau so wollen wir das so sehen. So, das war's also. Der eiskalte Finne bestraft meinen Gegner mit 3 richtig schönen Toren, meiner Meinung nach. Richtig schöne Schüsse. Ist halt ja in gewisser Weise ein bisschen schwierig, ihn einzubauen, wenn man nicht gerade ZSKA benutzen möchte. Aber ansonsten lohnt es sich auf jeden Fall, würde ich sagen. Vielleicht mit Dumbia im Sturm. Gut, es gibt noch die Roma-Version als Footy, aber ansonsten notfalls mit Tosic, der auch richtig gut ist. Und dann kann man ihn notfalls als falsche 9 spielen oder auch als 10er im 4-1-2-1-2 oder sonst wo. Geht auf jeden Fall gut klar. 9,5er Wertung für ihn. Nicht der Man of the Match, das war Rosenberg und das mit 4 Toren vollkommen gerechtfertigt. Aber es reicht mir auf jeden Fall. Das war's von dieser Episode. Wir kommen nochmal kurz zum Fazit zu Roman Eremenko.
Denn alles in allem kann man sagen, geile Karte, geile Werte, geile Ingame-Stats. Allerdings, ja, wie gesagt, ein bisschen schwer einzubauen. Trotzdem auf jeden Fall noch eine gute Leistung gebracht. Auch wenn es am Anfang ein bisschen holprig war, kann man ihn auf jeden Fall gut benutzen. Er hat die Agilität, um die Forster-Skill einzusetzen. Er ist schnell genug, er ist körperstark, er hat Jumping. Er kann köpfen, er kann schießen, er kann passen, er kann dribbeln. Er kann alles dementsprechend auf jeden Fall eine geile Karte für 50k. Könnt ihr da auf jeden Fall nichts falsch machen. Das war's von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mich selber freuen. Damit danke ich euch, Boss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch. War übrigens das letzte Video, was ich im Urlaub oder vor dem Urlaub aufgenommen habe. Ach, schöne Erinnerung, beziehungsweise nicht schöne Erinnerung, aber schön damit fertig zu sein. Gut, bis zum nächsten Mal, wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.